Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um die Entkalkung der Zirbeldrüse. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Dieses werde ich in der Videobeschreibung unter dem Video verlinken, in dem ich ja die Bedeutung von Melatonin auch bei der Entkalkung bezüglich der Zirbeldrüse erklärt habe. Mittlerweile habe ich aber einige weitere Erkenntnisse, die ich erzählen möchte und die äußerst wichtig sind, wenn es um die Entkalkung / der Aktivierung der Zirbeldrüse geht. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Borax. Immer wenn von einer Verkalkung die Rede ist oder einer Kalzifizierung, dann ist immer zu viel Kalzium in dem jeweiligen Gewebe, Organ oder wo auch immer. Also überall da, wo eine Verkalkung stattfindet, ist ein Übermaß an Kalzium vorhanden. Und ich hatte ja ein Video auch zum Thema Borax gemacht. Das werde ich natürlich auch in der Videobeschreibung unter dem Video verlinken, dass ich in diesem Video erklärt habe, dass Borax ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn es um den Magnesium-Kalzium-Stoffwechsel geht. Das heißt, habe ich zu wenig Bor im Körper, um die Zellmembranfunktion zu steuern, habe ich langfristig auch immer das Problem, dass im Prinzip das ganze Kalzium rausgeht aus dem Knochen und sich eben woanders festsetzt. Und das nennt sich dann eben auch Kalzifizierung. Und das kann man eben auch übertragen auf die Zirbeldrüse. Das heißt, habe ich zu viel Fluoride zum Beispiel im Körper und diese ja, lagern sich immer weiter in der Zirbeldrüse an und kommt dann noch der Faktor dazu, dass der Stoffwechsel bezüglich Calcium-Magnesium einfach nicht passt, weil das Bor fehlt, dann habe ich eine wirkliche Verkalkung, weil das Fluorid oder die Fluoride, die inhibitieren mehr oder weniger die Zirbeldrüse. Aber die richtige Verkalkung findet eben nach und nach auch durch das Kalzium, was sich dort anlagert, statt. Es gibt viele weitere Erkrankungen, bei denen man ganz klar nachweisen kann, dass quasi das Übermaß an Kalzium eigentlich erst zum Problem führt. Und der Grundgedanke ist eben, dass das Bor zu wenig im Körper da ist und somit eben das Kalzium überhaupt raus kann. So gesehen der Stoffwechsel nicht mehr richtig funktioniert. Und das kann man eben umgekehrt einsetzen, um die Zirbeldrüse zu entkalken. Und das funktioniert wunderbar. Es gibt scheinbar, nach meinen Recherchen zumindest, nichts Stärkeres, als mit Borax die Zirbeldrüse zu entgiften, wollte ich schon fast sagen, zu entkalken. Was muss ich dafür machen? Ich muss mir Borax natürlich besorgen und ich brauche 1 Liter Osmosewasser und da gebe ich zwischen 300 und 400 Milligramm Borax rein. Also zwischen 3 und 4 Gramm. Diesen Liter Wasser muss ich am Tag trinken. Das ist die Dosis, die in Angriff genommen werden muss, wenn es darum geht, die Zirbeldrüse zu entkalken. Jemand, der das bereits schon gemacht hat, der stellt fest, dass eben sich die Träume ganz, ganz massiv ändern, dass die Träume sehr lebhaft werden, dass überhaupt mal wieder Traumerinnerungen stattfinden und das wird eben assoziiert mit der Zirbeldrüse. Zu diesem Thema komme ich auch noch gleich, was es damit auf sich hat. Zunächst einmal gilt noch zu sagen, dass natürlich auch das Melatonin in externer Gabe immer noch sehr, sehr gut ist, um die Zirbeldrüse so gesehen zu entkalken nach und nach. Was auch noch ganz wichtig ist, ist das Zeolit. Hier muss aber bitte darauf geachtet werden, dass es ja kein Zeolit ist, was sowieso schon komplett mit Schadstoffen befangen ist. Das ist immer so das Problem beim Zeolit und auch beim Bentonit, dass diese eben schadstoffarm sind. Da kann man, wenn man sich das besorgen möchte, auch immer schauen, dass da ein entsprechender Laborparameter mit dabei ist, also wo eben auf unterschiedliche auch Schwermetalle getestet wurde. Das sollte immer dabei sein, deswegen verlinke ich euch auch mal ein Zeolit, was ich extrem empfehlen kann, weil es einfach laborgesichert ist.
einmal in der Videobeschreibung. Was auch noch hilft, ist, wenn man generell mit Spirulina oder Chlorella da anfängt, auch nach und nach zu entgiften, was wiederum der Zirbeldrüse auch sehr, sehr gut tut. Jetzt ist ja eigentlich die Grundfrage, warum sollte ich denn die Zirbeldrüse überhaupt entkalken? Ich habe natürlich das Fluorid, was der Zirbeldrüse sehr, sehr stark zusetzt, und das Calcium. Die Zirbeldrüse ist, wie ich es in einem anderen Video schon erwähnt habe, einfach die übergeordnete Instanz, wenn es um unsere Hormone geht. Die Zirbeldrüse selbst produziert eben das lebenswichtige Melatonin, weil dadurch eben ein Schlaf-Wach-Rhythmus überhaupt erst zustande kommt. Es ist aber der Signalgeber für alle anderen Drüsen. Das heißt, wenn ich mit der Zirbeldrüse Probleme habe, habe ich auch unter Umständen Probleme mit der Schilddrüse. Ich habe Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, was das Insulin angeht, und so weiter und so fort. Ich habe auch in der Regel ein sehr, sehr großes Problem mit der Nebennierenrinde. Dort, wo zum Beispiel auch das Cortisol produziert wird. Also für alle, die immer wieder mit massivem Stress ja zu tun haben und darunter wirklich leiden, die sollten sich auch mal um ihre Zirbeldrüse kümmern. Denn die Zirbeldrüse, wie ich es auch in einem anderen Video erklärt habe, steht im engen Verhältnis zum Darm. Denn wir haben hier die sogenannte Hirn-Darm-Achse, und das kommt hier zum Tragen, weil eine Wechselwirkung besteht. Das heißt, habe ich einen schlechten Darm, weil ich mich ja sehr schadstoffreich ernähre und weil ich mich auch sehr schlecht ernähre, hat das eben direkte Auswirkungen auch auf das Gehirn, genauer gesagt auch auf die Zirbeldrüse, weil wir eben da eine übergeordnete Instanz haben, die wiederum dann hormonelle Veränderungen mit sich bringt. Ist also auch kein Wunder, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren einen ganz, ganz krassen Anstieg haben, wenn es um Veränderungen im Hormonhaushalt geht. Das wird immer, immer mehr. Es gibt natürlich viele Faktoren, die damit reinspielen. Sei es das hormonbelastete Wasser, sei es eben auch ja die Zufuhr der Antibabypille und so weiter und so fort. Was noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, bezüglich der Zirbeldrüse, was viele immer außen vor lassen, wenn es um, ja, sage ich mal, die Hemmung dieser Drüse geht, ist das Thema Elektrosmog und Strahlung. Wir haben einen ganz, ganz großen und negativen Effekt auf die Zirbeldrüse, wenn wir so gesehen Tag und Nacht verstrahlt werden. Wie ich darauf komme und was es damit auf sich hat, ist relativ einfach erklärt, wenn man sich so ein bisschen mit der Thematik auskennt. Ich versuche das jetzt einmal so ein bisschen aufzuarbeiten, damit es auch jeder versteht. Wir haben unterschiedliche ja, Frequenzen und ja, Frequenzparameter bei uns im Gehirn. Das heißt, wir haben unterschiedliche Schwingungen. Von der Delta-Strahlung, das ist so die Strahlung, die im Prinzip immer vorherrscht, wenn wir entweder schlafen oder wenn wir in einer absoluten Meditation sind. Das ist auch ja der Zustand, der eintritt bei Kindern zwischen 0 und 3 Jahren. Das ist auch mit ein Grund, warum eben das Erinnerungsvermögen diesbezüglich eigentlich scheinbar nicht da ist, aber sich das Ganze eben ja im Unterbewusstsein verbirgt. Das heißt, im Bereich der Deltawellen ist es so, dass alles, was das Unterbewusstsein betrifft, aktiv ist. Und dann gehen wir eben weiter zur Theta-Strahlung, zur Alpha-Strahlung, zur Beta-Strahlung und zur Gamma-Strahlung. Das sind dann eben immer höhere Frequenzbänder im Prinzip, und diese stellen wiederum auch unterschiedliche Aktivitäten dar. Die meisten Menschen sind Tag und Nacht, übertrieben gesagt, im Gamma-Zustand. Das heißt, diese haben immer eine extreme Bereitschaft, sehr viel Konzentration, sehr viel Stress. Alles das findet in der Gamma-Strahlung, im Gamma-Bereich statt. Und normalerweise sollten wir uns eigentlich eher in einem Alpha-Zustand befinden, beziehungsweise in einem Theta-Zustand. Und man kann in diese einzelnen Schwingungsbereiche auch reinkommen. Das hat aber sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir eben eine gewisse ja, Gehirnhälften-Synchronität hinbekommen müssen. Das heißt, dass unsere beiden Gehirnhälften eben in der gleichen Schwingung da sind, sodass das Ganze synchron wird.
Das ist ein Riesenforschungsbereich, der sehr, sehr interessant und wichtig ist. Und da spielt jetzt eben auch der Elektrosmog mit rein. Wenn wir unsere eigene Schwingung im Kopf haben und eben nicht nur im Kopf, sondern eigentlich im ganzen Körper, dann haben wir eben auch sogenannte Antennen, sage ich jetzt mal, die dann eben auch Strahlung von außen wahrnehmen und aufnehmen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel das WLAN anschauen, den Mobilfunk anschauen, das, was jetzt in Zukunft kommen wird, flächendeckend mit der neuen Technologie, all das hat Auswirkungen auf unser eigenes Schwingungsfeld und bewirkt eben auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Schädigungen. Und es ist einfach so, dass wenn die Zirbeldrüse so gesehen bestrahlt wird mit all diesen negativen Bestrahlungsherden, dann geht die Zirbeldrüse nach und nach kaputt. Wenn die Zirbeldrüse nach und nach kaputt geht und immer weniger arbeiten kann, haben wir das Problem, dass wir eben erstens sehr, sehr schnell altern. Das sieht man aus meiner Sicht auch immer mehr in der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die haben grundsätzlich nicht viel in ihrem Leben gearbeitet, die haben sich trotzdem gut ernährt, sehen aber mit 30 schon aus wie Anfang 50. Das sind alles so Phänomene, die man relativ häufig sehen kann, und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr stark auch assoziiert mit einer inaktivierten, nicht mehr richtig zu 100% funktionierenden Zirbeldrüse. Alleine wenn man sich eben auch den geschichtlichen Verlauf anschaut, da hatte ich glaube ich in einem anderen Video auch was dazu gesagt, dass eben früher, wenn wir jetzt mal 2, 3, 4.000 Jahre zurückgehen, die Zirbeldrüse, ich glaube, 5 oder 7 Mal größer war als die heutige Zirbeldrüse, weil eben schon generell durch unser elektromagnetisches Feld hier auf der Erde generell die extremen Einflüsse, die schlechte Ernährung, die Verkalkung dazu führt, dass eben pro Generation die Zirbeldrüse immer kleiner wird und immer kleiner wird. Obwohl die Zirbeldrüse eben, so nimmt man das zumindest an, auch das Zentrum des Bewusstseins ist. Und da ist sie eben auch sehr empfindlich für Strahlung, und wir sollten uns normalerweise immer mehr der Strahlung entfernen, weil wir sonst immer in unserem Gamma-Zustand rumlaufen und das nicht wirklich gut für uns ist, weil dadurch eben überhaupt mal ein gewisses Stressempfinden auch zustande kommt etc. etc. Das ist ein riesengroßes Thema. Dieses wollte ich nur anreißen, um euch mal zu erklären, warum es so unfassbar wichtig ist, die Zirbeldrüse zu aktivieren, zu entkalken, wirklich hier mit Borax, mit Zeolit, mit Chlorella, mit Melatonin da richtig mal ranzugehen, weil eben das essentiell ist für auch unseren geistigen Zustand. Und da möchte ich noch eine Sache ansprechen und mal euch fragen, ob ihr das Interesse dran habt. Denn ich habe ja erklärt, dass wenn Borax eingesetzt wird zur Entgiftung, zur Verkalkungen lösen mit 300 bis 400 Milligramm pro Liter pro Tag, dass eben die Träume sehr lebhaft werden. Und das hat einen Grund, weil die Träume im Prinzip bestimmt werden durch das sogenannte DMT, das Dimethyltryptamin. Das ist ein Botenstoff, der leider in der Neurowissenschaft immer sehr vergessen wird, sehr auch unter den Teppich gekehrt wird, der von der Zirbeldrüse produziert wird und der eben auch nur produziert wird in bestimmten Strahlungsbereichen bzw. in Frequenzbereichen, die dann im Bereich Alpha, Theta bzw. Delta-Strahlung liegen. Das heißt eben auch, während wir schlafen. Denn DMT ist eine psychoaktive Substanz, die unsere Wahrnehmung zu einem sehr großen Teil aus meiner Sicht ausmacht und eben auch die Träume erzeugt. Wenn ihr dazu etwas hören wollt und euch dieses Thema unglaublich interessiert, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar in der Kommentarsektion unter dem Video da und ein Like, damit ich mir den Aufwand machen kann, dass es sich auch lohnt, dass ich ein separates Video zum Thema DMT mache. Jetzt nochmal abschließend die Zusammenfassung. Du brauchst Borax, du brauchst eventuell Melatonin. Normalerweise reicht das Borax wirklich in der Dosierung aus.
3 Monate solltest du dir Zeit nehmen. Du wirst es aber auch merken, indem du eben ja sehr lebhafte Träume bekommst und das Ganze immer besser wird. Dein Bewusstseinszustand auch ein anderer wird in der Regel, wenn die Zirbeldrüse immer weiter entkalkt wird. Und du solltest natürlich, was ich ja natürlich auch schon in dem ersten Video erklärt habe, bitte auf Fluoride verzichten. So gut wie möglich. Sei es im Wasser, sei es in der Zahnpasta, sei es in vielen anderen Dingen. Es ist zum Teil relativ viel Fluorid in unterschiedlichen Lebensmitteln auch drin. Einfach da mal bitte nachforschen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich möchte, dass sich dieses auch verbreitet. Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat und dir einen Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, denen du das super gerne weiterleiten wollen würdest, damit sie auch mal einen ganz anderen Blick auf das Thema Zirbeldrüse, Bewusstseinszustand, Träumen bekommen, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol es doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.